Scheidung, Kind ausgezogen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Menschen im richtigen Zeitpunkt erreichen, um so einen Verkaufsmarkt heranzukommen. Weil das Scale-Prop sagen wir immer wieder, dass es extrem wichtig ist, Menschen so gezielt wie möglich zu erreichen, um einfach auch Streuverluste in der Werbung zu minimieren. Und wie wir das umsetzen, das zeigen wir Ihnen jetzt in diesem Video. Jetzt sind wir im Facebook-Anzeigemanager, im Werbeanzeigemanager, und hier können wir jetzt eben ganz genau eingeben, was für Menschen unsere Werbeanzeigen auch sehen sollen. Und zuallererst einmal, klar, kann man eingeben, in welchem Standort zum Beispiel. Also wenn ich Makler in München bin, gebe ich ein hier in München, und dann kann ich schon mal einrichten, dass zum Beispiel nur Leute hier in München und zum Beispiel 20 Kilometer Umkreis meine Werbung sehen können. Ich kann aber auch eine Stecknadel setzen, wenn ich zum Beispiel ein bisschen nördlich von München bin, kann ich hier eine Stecknadel setzen und sagen, okay, 10 Kilometer von diesem Umkreis, hier von dieser Stecknadel, wo mein Büro ist, da in diesem Umkreis möchte ich dann zum Beispiel, dass die Leute meine Werbung sehen. Also so können wir zuallererst schon einmal relativ genau bestimmen, wer geografisch in meinem Umkreis oder in meinem Gebiet die Werbung sieht. Aber das ist natürlich nicht alles, was ich machen kann. Ich kann dann weiter unten hier das Alter eingeben. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ältere Menschen, die sich verkleinern wollen, dann kann ich alle Leute zwischen 50 und 65 plus zum Beispiel. Hier oben sehe ich dann immer genau, wie viele Leute in dieser Zielgruppe drin sind. Wenn ich Trennung und Scheidungen habe, dann kann ich hier zwischen 30 zum Beispiel, 30 und 50. Weil das so ein bisschen diese Zielgruppe ist, wo vielleicht Trennungen und Scheidungen am aktuellsten sind. Dann geht es aber noch weiter in die Tiefe. Ich kann noch viel genauer ins Detail reingehen. Ich kann hier zum Beispiel bei den detaillierten Targeting-Möglichkeiten auf die demografischen Angaben gehen und kann dann hier zum Beispiel Beziehungsstatus auswählen. Okay, alle Leute, die zum Beispiel frisch getrennt sind oder die zum Beispiel geschieden sind oder die jetzt gerade in einer Beziehung sind. Also ich kann ganz spezifisch die Leute angehen, die für mich relevant sind. Oder aber eben auch, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, dass nur Eltern meine Werbung sehen mit erwachsenen Kindern, mit 18- bis 26-jährigen Kindern, weil ich weiß, diese Leute, das sind diejenigen, die natürlich tendenziell jetzt Kinder haben, die ausziehen, wodurch die Immobilie dann zu groß wird und die dann verkleinern wollen. Und so kann ich ganz genau die Zielgruppe eingrenzen, damit am Ende nur diese Menschen eine Werbung sehen, welche auch für mich wirklich relevant sind. Und wenn Sie genau erfahren möchten, wie Sie eben durch diese Facebook-Eingrenzung, aber eben auch durch dann Facebook-Werbung und andere digitale Möglichkeiten Ihre eigenen Leads, Ihre eigenen Verkaufsmandat-Leads generieren können, dann haben wir für Sie eine kostenlose dreiteilige Videoserie erstellt. In dieser dreiteiligen Videoserie erfahren Sie ganz genau, wie Sie eben mit dem sogenannten Performance-Marketing Ihre eigenen Leads für sich selbst und ihr Maklerbüro generieren können und das berechenbar, reproduzierbar und natürlich allen voran auch extrem profitabel. Also wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre eigenen Leads für Ihr Maklerbüro, für Verkaufsmandate oder um Verkaufsmandate zu generieren, generieren können, dann können Sie sich jetzt ganz einfach hier auf der Seite einfach auf den Button klicken und dann Sie auf dieser Seite hier alle Informationen ausfüllen und wir schicken Ihnen dann die dreiteilige Videoserie direkt an Ihre E-Mail-Adresse. Ich freue mich sehr darauf, Sie hoffentlich schon bald in der Videoserie begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen jetzt noch einen super erfolgreichen Tag. Ihr Robert Michel Junior.